Das sind unsere beiden Mentoren heute Abend, die ja berühmt geworden sind, vor allem der Rob natürlich, mit diesem halben Meter Bücher. Im Deutschen sieht das immer wahnsinnig viel aus, haben wir gerade gesagt. Ich habe ihm schon gesagt, ich habe ein englisches Wort lernen müssen. Industrious, das ist fleißig. Ja, fleißig, habe schon eine neue Vokabel gelernt, sonst muss er immer Deutsch lernen, aber ich habe heute Englisch gelernt. Also, diese Bücher gibt es natürlich inzwischen als kleine Ausgaben, also in Taschenbuchform will ich damit sagen. Und bitte schaut mal danach. Es sind richtig tolle Bücher. Ich mache mal das Letzte, das Neueste hoch, dass ihr es richtig seht. Das ist über die Beziehungen, der Seelenplan für die Liebe, die Lebensaufgaben verstehen, die die Liebe uns stellt. Wen interessiert das nicht? Wer hat nicht mindestens einmal im Leben einen, jetzt nehme ich mal einen Ausdruck, bitte vorsichtig, Arschengel in seinem Leben gehabt und war trotzdem verliebt in diesen Arschengel? Ihr versteht das richtig? Ja. Also, da steht es drin, warum das passiert ist, zum Beispiel. Ne? Es gibt aber auch die anderen, die ersten Bücher, Jede Seele plant ihren Weg. Das finde ich also auch eines der wundervollsten Bücher und die mutigen Seelen. Und jetzt werdet ihr noch was erfahren. Diese Bücher, wir haben es vor euch allen, die hier im Zoom heute sind, aber auch die es nur bestellt haben und die Aufzeichnung bekommen. Ja, wir zeichnen auf heute Abend. Die werden alle aus den Büchern Auszüge bekommen. Und zwar wirklich tolle Kapitel. Ne? Da haben wir uns was einfallen lassen. Und so bis zu dem Workshop wollen wir euch ein bisschen mehr Mut machen, auch mal so einen Workshop auszuprobieren für euch, in so eine Erfahrung zu gehen, die ist safe, eine Trance, wie der Rob sie macht, ist also schon eine halb hypnotische, also ihr seid immer noch bei Bewusstsein und da passiert nichts Schlimmes, aber darüber wollen wir gleich reden, was das alles ist. Ja, jetzt starten wir mit den beiden, dear Rob and Liesel. We will start now with giving people some backup. Ja, wir wollen natürlich erstmal, dass sie etwas erzählen über ihren Weg, auch wie sie dazu gekommen sind, dass ihr mehr Sicherheit darin habt, mit wem ihr es zu tun habt und wieso es überhaupt diese Bücher gibt und diese ganze Forschungsarbeit, die der Rob gemacht hat. Und eine schöne Meditation haben wir auch gleich am Anfang vor. Also rennt nicht weg, sondern bleibt schön da und macht ein bisschen nachher mit, auch bei der Meditation. Und dann kommen wir so in uns an und in die Stille und haben einen schönen Abend miteinander. Okay, Rob, I think we will have a great evening together and with Liesel as well. And I turn the spotlight now to you and Liesel. Okay. Would you like me to do a little meditation to bring everyone together? Yes, we bring everybody together. I just said, yeah, that you will do that. Huh? Cool. Wir beginnen jetzt mit einer kleinen Meditation, damit wir alle hier in der Gruppe gut zusammenkommen. So gently close your eyes, if it's safe to do so. Schließ sanft deine Augen, wenn es für dich sicher ist. Begin bringing awareness to your breath. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. The tide of the in-breath, always followed by the out-breath. Und das Einatmen, wie Ebbe und Flut, das immer vom Ausatmen gefolgt wird. This tide is something that you can count on at all times. Diese Ebbe und Flut, diese Gezeiten, das Folgen von Einatmen und Ausatmen, das ist etwas, auf das du dich stets verlassen kannst. And on the in-breath is the opportunity to receive. Und wenn du einatmest, hast du die Möglichkeit, etwas zu empfangen. And on the out-breath is the opportunity to let go. Und beim Ausatmen hast du die Möglichkeit loszulassen. Breathing in the peace and love and joy that you actually are. Und wenn du einatmest,
atmest du den Frieden und die Liebe und die Freude ein, die du wirklich bist. And on the outbreath, letting go of all that is not this. Und wenn du ausatmest, lässt du alles los, was dich nicht mehr länger stützt. Breathing in this now present moment. Und du atmest diesen jetzigen, gegenwärtigen Moment ein. And breathing out all past and future. Und alles, was der Vergangenheit und der Zukunft angehört, atmest du aus. Allowing yourself to feel that open space in your heart space. Und du erlaubst dir selbst, diesen offenen Raum in deinem Herzraum zu spüren. That space where we are all connected, where we are all one. Diesen Raum, in dem wir alle miteinander verbunden sind, in dem wir alle eins sind. That space where we are truly but one being in all the universe. Dieser Raum, in dem wir alle zusammen ein Wesen im gesamten Universum sind. And allowing the energy of Mother Earth to move in through your feet into your body. Und du erlaubst jetzt der Energie von Mutter Erde durch deine Füße in deinen Körper einzudringen. Allowing that energy to move fully into your body, resource and nourish you. Und du erlaubst diese Energie jetzt vollständig in deinen Körper einzudringen, um dich zu nähren und dich mit Ressourcen zu versorgen. And allowing in the beautiful divine white light source energy through the top of your head. Und über deine Kopfspitze erlaubst du jetzt die wunderbare Energie des weißen Lichts, der Quelle, in deinen Körper einzudringen. Just allowing that pure energy of beingness to move fully into your body. Und du erlaubst jetzt dieser reinen Energie des Seins vollständig in deinen Körper zu kommen. Allowing that energy to resource you as you. Und du erlaubst dieser Energie, dich als dich zu erneuern. And again, bringing awareness back to the heart area. Just feeling that fullness of energy there. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal in deinen Herzraum und spüre die Energie dort, wie ganz und wie vollständig sie sich anfühlt. And together we send a blessing out to all of the world. Und gemeinsam senden wir jetzt einen Segen in die gesamte Welt. For all beings to know the love and peace and joy that they are. Damit alle Wesen auf dieser Welt die Liebe, den Frieden und die Freude kennenlernen, die sie wirklich sind. And this blessing ripples back to us. Und dieser Segen kommt zu uns zurück in Wellenbewegungen and blesses us as well. Und segnet auch uns. And gently coming back
Dann kommen wir sanft zurück. Gently opening your eyes, bringing awareness back into the room. Wir öffnen sanft unsere Augen, kommen mit unserer Aufmerksamkeit zurück in den Raum, auch in den virtuellen Raum. Feeling yourself really here, grounded. Und du fühlst, wie du jetzt wirklich da bist, wie du geerdet bist. And ready to share in this gift of time that we get to spend with one another. Und jetzt sind wir alle bereit, dieses Zeitgeschenk, das wir uns gegenseitig machen, miteinander zu teilen. Okay, thank you, Lisa. And welcome everyone. Guten Abend. Wave if you can hear me. Also, herzlich willkommen an alle. Bitte wink mal, wenn ihr mich hören könnt. Okay, good. I want to talk for just a few minutes about why we plan big challenges for ourselves before we're born. Ich möchte einige Minuten darauf verwenden, mal zu erklären, warum wir bevorgeburtlich uns so große Herausforderungen planen. There are really two tracks on which I can answer that question. One is analytic and one is more heart-based. Ich kann natürlich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven diese Frage beantworten. Die eine Schiene ist eher analytischer Natur, die andere kommt vom Herzen. I'll take the analytic first. Und dann fangen wir mal mit der analytischen Schiene an. So there are five, you could call them logical reasons, why we plan big challenges before we're born. Man könnte sagen, dass es fünf sogenannte logische Gründe gibt, warum wir uns vorgeburtlich für dieses Leben Herausforderungen planen. The first is balancing and releasing karma. Beim ersten Grund geht es darum, Karma zu balancieren und Karma loszulassen oder aufzulösen. Now, balancing and releasing karma are not the same thing. Balancieren und auflösen, das sind nicht die, ist nicht dieselbe Sache, wenn es um Karma geht. Balancing karma means you plan in another lifetime to have a new experience that energetically offsets a previous experience. Beim Balancierten geht es darum, dass man vorgeburtlich plant, in der kommenden Inkarnation eine Erfahrung zu machen, die energetisch gesehen eine vorhergemachte Erfahrung ablöst oder ausgleicht. Releasing karma means you heal the underlying tendency that created the karma in the first place. Und wenn es darum geht, das Karma aufzulösen, geht es darum, die Tendenz, die darunter zugrunde liegende Tendenz, dieses Karma überhaupt zu kreieren, aufzulösen. So in other words, if all you do is balance karma without also releasing it, you'll just end up recreating the same karma over and over again. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich Karma immer nur ausbalanciere, ohne es tatsächlich aufzulösen, dann werde ich immer und immer wieder neues Karma für mich kreieren. The example I like to give for balancing karma is, let's say that there are two people who had a past life together in which one was ill and the other was the caregiver. Ist ein Beispiel, das ich immer ganz gerne nenne, wenn es darum geht, zu erklären, wie Karma balancieren geht. Stell dir vor, du hast eine Lebenszeit, wo zwei Menschen miteinander in einer Inkarnation waren. Einer dieser Menschen war krank und der andere war der Pfleger dieser kranken Person. When those two people have their life review at the end of that lifetime, which we all do, they'll see the caregiving relationship portrayed and they may or may not feel complete with that experience. Wenn diese beiden Menschen am Ende ihres Lebens sich diese Erfahrung noch einmal anschauen, dann sehen sie, welche Energie kreiert wurde durch diese Beziehung des Kranken zu dem Pflegenden. Und dann kann es sein, dass sie sich mit dieser Erfahrung vollständig fühlen oder eben auch nicht. If they feel complete with it, then as I understand it, there is no karma and they'll go on to plan something completely new. Wenn Sie sich mit dieser Erfahrung vollständig fühlen, so ist zumindest mein Verständnis davon, dann gehen Sie in Ihrem Weg weiter und kreieren neue Erfahrungen. But if either of them feels incomplete with the experience, for any reason at all, the feeling of incompletion is the karma. Wenn aber nur einer der beiden sich aus irgendeinem Grund nicht komplett fühlt, also nicht ganz fühlt mit dieser Erfahrung,
welcher Grund das auch immer sein mag, dann ist es so, dass hier Karma kreiert wurde. So, for example, if one of them feels that they just don't fully understand the experience yet, then they're going to want to plan something in the next incarnation so that they will fully understand it. And what they would probably end up doing is trading places. The one who was ill will plan to be the caregiver. The one who was the caregiver will plan to have an illness. Ein Grund dafür, dass jemand sich nicht vollständig mit dieser Erfahrung fühlt, kann zum Beispiel sein, dass er es nicht vollständig verstanden hat. Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass diese beiden Seelen einen Plan machen, diese Erfahrung zu wiederholen. Und es ist sehr gut möglich, dass dann derjenige, der krank war, in der nächsten Inkarnation, derjenige ist, der pflegt, und der Pfleger wird jetzt zum Kranken. The second analytic reason for planning big challenges is healing. Der zweite analytische Grund, warum man sich große Herausforderungen in seinem Leben plant, ist der Grund, dass Heilung stattfinden soll. This refers to bringing back into body unhealed energies from past lives for the purpose of healing them. Und das führt dann eben dazu, dass man nicht geheilte Energien aus früheren Inkarnationen in den Körper bringt, mit der Absicht, sie in der geplanten Inkarnation zu heilen. So, for example, in my first book, Mutika Seelen, am I pronouncing it correctly? Yes. Okay. In that book, there's a story of a woman who is born completely deaf in this lifetime. In meinem ersten Buch, Mutige Seelen, da ist zum Beispiel ein Kapitel einer Frau gewidmet, die in der Inkarnation geplant hat, taub auf die Welt zu kommen. And when we explore her pre-birth planning, we find out that in the incarnation immediately prior to this one, she heard her mother shot to death when she was a little girl. Und als wir dem Ganzen auf den Grund gegangen sind, dann haben wir erfahren, dass in der Inkarnation, die unmittelbar vor der jetzigen war, ein Ereignis stattgefunden hat, wo sie gehört hat, als kleines Mädchen, wie ihre Mutter erschossen wurde. Well, she was, of course, traumatized by that, and it actually led her to suicide later in that lifetime. Und von diesem Ereignis wurde sie natürlich traumatisiert, und das hat dazu geführt, dass sie in diesem Leben damals Selbstmord begangen hat. Now, in her pre-birth planning session, her spirit guide says to her, "My dear, would you prefer to be born deaf so that no similar trauma will happen to you again and so that you can complete your healing from the last lifetime?" Und in ihrer vorgeburtlichen Planung sagte ihr Geistführer zu ihr: "Meine Liebe, möchtest du denn gerne in deiner nächsten Inkarnation taub geboren werden, sodass du die Möglichkeit hast, von dem Trauma aus dem vorigen Leben komplett zu heilen?" She says, "Yes, that is what I want and what I wish to do." And then what follows is a fascinating conversation in which she and her guide work out the details of the deafness. Und sie sagt dann: "Ja, das ist genau das, was ich will." Und in der Folge ist dann ein sehr, sehr interessanter Dialog aufgezeichnet, wo sie und ihr Geistführer die Details dieser Taubheit planen. The third reason for planning big challenges is a desire to be of service to others. Ein dritter Grund, sich Herausforderungen in der Inkarnation zu planen, ist der Wunsch, anderen zu dienen. For example, in Mutiga Seelen, there's a story of a woman who plans to be blown up in a bomb explosion. And the reason she planned this is that she wanted to be a gifted healer in service to others in this lifetime. She knew that if she could heal herself from the explosion, she could then take all of that wisdom and knowledge about healing and offer it to others. Um dafür ein Beispiel zu nennen, in dem Buch Mutige Seelen gibt es auch ein Kapitel einer Frau, die vorgeburtlich geplant hat, an einer Bombenexplosion teilzunehmen oder davon eben auch betroffen zu sein. Und der Grund, warum sie das so geplant hat, war, dass sie Heilerin werden wollte. Und die Idee, die dahinter steckte, war die, dass wenn sie es schafft, sich selbst von dieser Bombenexplosion zu heilen, dass sie dann eben auch in der Lage ist, andere zu heilen. The fourth reason for planning big challenges before we're born is a desire to experience contrast
which means a desire to experience what we could call not love. Ein vierter Grund, warum man sich vorgeburtlich Herausforderungen plant, ist, Kontrast zu erleben. Kontrast wird hier verstanden als alles, was nicht Liebe ist. The reason many souls want to experience not love is because we as souls are made literally from the energy of unconditional love, but we experience no contrast to that when we're back on the other side. And because of the lack of contrast, we don't fully understand or appreciate what it means to be a soul made from unconditional love. Tatsächlich ist es so, dass wir als menschliche Wesen sprichwörtlich aus bedingungsloser Liebe gemacht sind. Dadurch, dass wir auf der anderen Seite aber keinen Kontrast erfahren, sind wir gar nicht in der Lage, vollkommen zu verstehen, was es heißt, bedingungslose Liebe zu erfahren, und wir können es auch gar nicht richtig wertschätzen. Und aus diesem Grund wählen wir uns vorgeburtlich eine Erfahrung der Nichtliebe hier auf Erden. So in other words, by having experiences of not love, by the time you go home at the end of an incarnation, that contrast teaches you much more deeply what unconditional love is, which is another way of saying you now have a much more profound self-knowing. Und dadurch, dass wir etwas planen, was der Nichtliebe hier auf der Erde entspricht, haben wir dann durch die Erfahrung des Kontrastes, wenn wir wieder auf der anderen Seite sind, eine ganz andere und man kann sagen profundere Erfahrung von dem, was wir wirklich sind, nämlich dieser bedingungslosen Liebe. And the fifth and last reason for planning big challenges is correcting false feelings or false beliefs about oneself. Und der fünfte Grund für vorgeburtliche Planungen, da geht es darum, falsche Glaubenssätze über sich selbst zu heilen und zu korrigieren. The most common false beliefs or feelings about self are one, that one is powerless, and two, that one is unworthy or even worthless. Und zwei der am weitesten verbreiteten Glaubenssätze, die jemand über sich selbst haben kann, ist, dass man machtlos ist oder dass man es nicht wert oder sogar wertlos ist. Almost everybody has had at least one past life, and usually many, in which you picked up false feelings or false beliefs like that about yourself. Jeder von uns hat mindestens ein, wenn nicht gar mehrere Vorleben gehabt, in denen wir diese falschen Glaubenssätze über uns, machtlos oder wertlos zu sein, irgendwo aufgeschnappt haben. So you will plan before you're born to experience challenges that will have the effect of mirroring the false belief or false feeling back to you so that you can become consciously aware of it. And once you're consciously aware of it, then you can set about healing it. Und deshalb planen wir uns vorgeburtlich Ereignisse, die diese Gefühle der Machtlosigkeit oder eben auch der Wertlosigkeit an uns spiegeln. Dadurch, dass es uns gespiegelt wird, können wir uns dieser Glaubenssätze bewusst werden. Und wenn sie uns bewusst sind, dann können wir sie eben auch ändern. Now let's get to the more heart-based explanation. Das waren die logischen Gründe. Jetzt gehen wir mal mehr auf die herzbasierten Gründe, warum man so etwas plant. We could spend hours talking about those five reasons I just listed. And at the end of that conversation, you would probably say something to me like, okay, Rob, I can now understand why some souls plan mild or moderate challenges, but I just can't wrap my mind around the idea that a soul would plan, for example, to be a parent that loses a child. Und wir könnten über diese fünf Gründe, die ich euch eben genannt habe, Stunden sprechen. Und am Ende dieser stundenlangen Diskussion würdet ihr vielleicht zu mir sagen, weißt du, Russ, Rob, ich verstehe das. Ich verstehe das, dass man sich vorgeburtlich etwas plant. Eine milde Herausforderung. Aber ich kann absolut nicht verstehen, warum jemand sich für ein Schicksal entscheiden würde, das zum Beispiel vorsieht, dass man als Elternteil ein Kind verliert. If you were to tell me that you couldn't wrap your mind around that, you would be exactly right, because the mind, and I'm talking about the ego mind here, cannot understand a decision like that.
Und wenn du mir jetzt dann sagen würdest, ich kann das absolut nicht verstehen, ich kann überhaupt nicht erfassen, warum man das tun sollte, dann hast du total recht, denn der Verstand, der das nicht erfassen kann, das ist ein ego-gesteuerter Verstand. When the ego mind wants to make a decision, it does a cost-to-benefit analysis. What will I get out of this? What will it cost me? Is it going to be worth it? Wenn ein ego-gesteuerter Verstand etwas plant, dann macht er sich so eine innere Kosten-Nutzen-Rechnung. Was habe ich davon? Was wird es mich kosten? Und was kommt unterm Strich dabei für mich rum? That isn't how pre-birth planning decisions are made. Aber auf diese Art und Weise werden diese vorgeburtlichen Pläne eben nicht gemacht. When you're back on the other side, the ego mind is not your operating system, the heart is. Denn auf der anderen Seite ist es nicht unser ego-gesteuerter Verstand, der am Schaltplan dieser Pläne sitzt, sondern es ist unser Herz. And the heart wants one thing and one thing only, and that is to give and receive love fully and freely. Und das Herz, das möchte nur eines. Das Herz möchte in der Lage sein, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen und das vollumfänglich und ohne Schranken. So let's say that you're back on the other side and another soul in your soul group comes to you and says the following. Jetzt stell dir mal vor, du bist in deiner Seelenfamilie auf der anderen Seite und eine Seele aus deiner Seelenfamilie kommt zu dir und sagt Folgendes. And let's say also that you've been with this other soul in many past lives and there's a lot of mutual trust and love that have been established. Und gleichzeitig stellst du dir vor, dass diese Seele, die da auf dich zukommt, schon in vielen Inkarnationen mit dir zusammen war und dass zwischen euch sich ein ganz großes Vertrauen und sehr viel Liebe etablieren konnte. This soul says to you, I'm planning a very short incarnation on earth. I'm going to die as a child. Dann sagt diese Seele zu dir, ich plane eine sehr kurze Inkarnation auf der Erde. Ich plane, als Kind zu sterben. And I'm going to do this for this reason and that reason. And they explain the reasons to you. Und dann sagt diese Seele, ich mache das oder plane das aus diesem und jenem Grund und erklärt dir dann genau die Gründe, warum diese kurze Inkarnation geplant ist. And then the soul says to you, would you be the mother or the father who shepherds me through that very short lifetime? Und dann fragt dich die Seele, bist du bereit, die Mutter oder der Vater zu sein, der mich auf dieser kurzen Inkarnation begleitet? If the heart is your operating system, and I assure you it is, then most likely your immediate response is going to be something like, I love you dearly. And if this is what you want and need from me, then yes, yes, I will be happy to play that role for you. Und wenn das Herz das Instrument ist, das diese Pläne plant, und ich kann euch versichern, dass das Herz wirklich die Verantwortung trägt für diese Pläne, dann wird das Herz sagen, ja, natürlich, ich freue mich, dass ich dich auf dieser Reise begleiten kann, und ja, ich werde das für dich tun. Now, when you respond in that way, you will be looking at things very differently than you do when you're here in body. Und wenn du auf der anderen Seite bist, dann wirst du auf bestimmte Dinge ganz anders reagieren, als wenn du hier in einem physischen Körper dich befindest. And to be more specific, from the non-physical vantage point, you're very much aware that an incarnation is very brief, that nobody is harmed by anything that happens here, and yet the wisdom will become part of the soul literally for all eternity. Und eins musst du dir klar machen, in dem Moment, wo du nicht physisch inkarniert bist, auf der anderen Seite, weißt du einerseits, dass diese Inkarnation, die du vor dir hast, sehr kurz sein wird. Du weißt, dass niemand irgendein Schaden zugefügt wird. Und du weißt, dass die Weisheit, die du durch die Erfahrung erlangst, immerwährend bei dir bleiben wird. From that perspective, and with the heart as your operating system, your response is most likely, yes, I will do that. Aus dieser Perspektive und mit dem Herz, das hier am Steuer aller Dinge sitzt, wirst du sehr wahrscheinlich sagen, ja,
Ich bin dabei, ich mache da mit. That's what I wanted to share today. Das ist das, was ich mit euch heute teilen wollte. And I'd like to add something to that. Ich möchte gerne noch etwas ergänzen. So also when that other soul comes to you, comes to your soul, there will all be this recognition of the ways in which your soul is going to grow and evolve and expand during that process too. Wenn diese Seele zu dir kommt und dich fragt, ob du Teil dieses Plans sein willst, dann wird in deiner Seele auch ein Stück weit ein Erkennen sein, dass es auch nicht nur für die andere, sondern auch für deine Seele ist eine Möglichkeit zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und sich auszuweiten. So from the perspective of your soul, it's really seen as this win-win situation where you get to be of service and help this other soul that you so dearly love, and you get to expand yourself and evolve. Aus der Seelenperspektive wirst du dann erkennen, dass es sich hier um eine klassische Win-Win-Situation handelt. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, anderen zu dienen, der anderen Seele zu helfen und gleichzeitig deine eigene Seele durch die Erfahrung zu erweitern. Britta, should we take questions? Oh, wait a minute. Now I can see me. Okay. ihr habt es gehört. Es ist jetzt schon eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe schon mal im Chat angeregt dazu. Es kamen ja auch bisher schon mal zwei Kommentare. Ich gebe es mal kurz an die Silke. Du hast es sicher gesehen. Günther meint, ja, man plant ja, ein Kind nicht zu verlieren, sondern um diese Erfahrung zu machen. We have rather comments than questions in the chat up to now. Günther, for example, says it's not the plan that you lose that child. It's more about making that experience. Yeah, what your soul is primarily hopeful about when these kinds of plans are made is the way in which you'll respond to the experience. Ganz genau. Wenn deine Seele sich entschließt, einen solchen Plan zu machen, dann besteht die Hoffnung eben darin, dass es da oder dann ist die Hoffnung, dass es gar nicht so sehr darum geht, was geschehen ist, sondern wie du in der Lage bist, als Seele auf die Erfahrung zu reagieren. Now the personality always has free will, so the personality can choose not to respond the way the soul had hoped. If that happens, the soul has no judgment of the personality, but it will have a sense of incompletion and will probably want to complete the unlearned lessons in another lifetime. Es ist tatsächlich so, dass wir mit unserer Persönlichkeit ja auch immer einen freien Willen haben. Und mit unserer Persönlichkeit können wir frei entscheiden, ganz anders auf das Ereignis zu reagieren, als die Seele sich das eigentlich gewünscht hat. Wenn das der Fall ist, dann hat die Seele darüber kein Werturteil. Es kann aber sein, dass sie feststellt, dass die Erfahrung dann nicht komplett war und dass sie sich wünscht, diese Erfahrung vollständig zu machen und für eine weitere Inkarnation ähnliche Pläne schmiedet. Gut, jetzt sind hier mehr Fragen. Ich gehe mal in die Fragen rein. Warum wünscht eine Seele nur ganz kurze Zeit zu inkarnieren? Was könnte der Grund sein? What could be the reason why a soul decides to have a short incarnation on Earth? Possible reasons? Very, very often that is a soul that has not been on Earth before or had only a very small number of Earth lifetimes. And so there's a desire in that soul to, you could say, dip a toe in the water, but not enough of a desire to plan a long incarnation.
Da kann es mehrere Gründe geben. Wenn so eine kurze Inkarnation geplant wird, dann kann der Grund dafür zum Beispiel sein, dass diese Seele vorher überhaupt noch nicht auf der Erde inkarniert war oder nur eine ganz geringe Anzahl von Vorleben hatte und möchte mit dem kurzen Leben sozusagen einfach mal ja den Fuß ins Wasser halten, hat aber noch nicht den Mut, so eine ganz lange Inkarnation zu planen. And very often the intention on the part of the souls of the parents is that those, the mother and the father, will have their heart broken open in a way that leads to much greater compassion. That is a very painful and challenging way to cultivate compassion, but it's also a very effective and powerful way to do it. Und wenn Eltern sich für so etwas entscheiden, ein Kind auf Erden zu verlieren, dann ist der Plan, der dahinter steckt, ganz oft, dass die Herzen von Mutter und Vater derart gebrochen werden, dass sie in der Lage sind, größeres Mitgefühl zu empfinden. Das ist ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Weg, Mitgefühl zu entwickeln, gleichzeitig aber auch ein sehr kraftvoller Weg, der auch ja, sehr effektiv ist. And it can also serve as an impetus for a spiritual awakening, to come to a recognition that truly there is no death, and that soul that you love is still there and with you and able to be connected with. Und es kann natürlich auch der Grund sein, dass dieser Todesfall der Impetus ist, eine spirituelle Erfahrung zu machen, die dir zeigt, dass die Seele immer noch da ist, dass sie nicht verloren ist und dass man immer noch in der Lage ist, mit dieser Seele Kontakte zu knüpfen, dass sie also nicht verloren ist. Gut, dann können wir in die nächsten Fragen gehen. Ich sehe hier schon eine Menge spannende Fragen. Dear Rob and Lisa, we have a lot of really good questions, so we have to hurry and answer quickly. Is it okay? Sure. Okay. Wonach entscheidet sich, wer in der ersten Welt im Wohlstand lebt und in der dritten Welt ein entbehrungsreiches Leben führt? How would you decide who would live in the first world with all the abundance that we have in the first world, and who would live in a third world where you have a lack of everything? How do you decide and why do you decide? There can be many different reasons for that. There's actually an entire chapter in, well, it's the second book in English, either the second or third book in German, about the pre-birth planning of poverty. Also für diese Entscheidung kann es ganz viele unterschiedliche Gründe geben. Es gibt über dieses Thema, entweder ist das im zweiten deutschen Buch oder im dritten deutschen Buch. Das erste deutsche Buch wurde in zwei Teile geteilt, deshalb ist es unklar. Und da ist ein ganzes Kapitel, warum man vorgeburtlich Armut plant. In that particular case, the person who's profiled in that chapter was born into poverty in Nicaragua. And when we went into the pre-birth planning, what we found out was that many of the other souls in his soul group, who he wanted to be with, had already planned for reasons of their own to be born in Nicaragua. And so if he wanted to be with them, he pretty much had to sign on to that plan. And so he did. It was really that simple. Beispielsweise in diesem Kapitel, der sich mit Armut beschäftigt, da haben wir einen Menschen, der in Nicaragua in Armut geboren wurde. Und der Grund für die Seele in Nicaragua in Armut zu inkarnieren war, dass er mit seiner Seelenfamilie zusammen sein wollte und dass ganz viele seiner Seelen aus seiner Seelenfamilie oder seiner Seelengruppe sich schon entschieden hatten, in Nicaragua inkarniert zu werden. Und dann war das einfach der Grund, er wollte mit denen zusammen sein und ist denen dann gefolgt. Also a very common reason for planning poverty, young souls who have not been on Earth before, only been here a few times, young souls are interested in exploring issues of survival on the physical plane, and they will often choose to be born into poor locations where they can explore that kind of a challenge. Ganz oft
ist es auch so, dann weit verbreiteter Grund, sich für die Armut auf der Erde zu entscheiden, ist, dass das junge Seelen sind, die noch nicht sehr viele Inkarnationen auf der Erde hatten. Die möchten gerne an Problemen arbeiten, die mit Überleben zu tun haben und planen dann tatsächlich in armen Gegenden inkarniert zu werden, wo sie diese Überlebensthemen bearbeiten können. Jo, wenn alles Licht und Liebe ist auf der anderen Seite, warum sollten wir dann auf Erden diese Erfahrung überhaupt machen wollen? So, when on the other side everything is love and light, why on earth would we plan to make contrast experiences here on earth? So that you can know yourself as and understand yourself as the light. Das machen wir deshalb, damit wir uns selbst kennen und uns selbst als das Licht verstehen können. Also uns kennen und als Licht verstehen können. So let's say your pre-birth intention is to know yourself as the light. Sagen wir mal, deine vorgeburtliche also dein Erfahrungswunsch wäre es, dich selbst als das Licht zu kennen. And I'm going to use candlelight here just so we have something concrete to work with. Und ich benutze jetzt hier mal das Kerzenlicht, damit wir etwas Konkretes haben, mit dem wir arbeiten können. So if you want to understand what candlelight is, one thing you could do would be to get a candle, take it outside at high noon on a completely sunny day, light the candle and look at the flame. Um zum Beispiel zu erfahren, was Kerzenlicht ist, könntest du dir eine Kerze kaufen, könntest mit dieser Kerze am Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht, nach draußen geht, die Kerze anzünden und dann in das Kerzenlicht schauen. Another thing you could do would be to get a candle, take it outside at midnight on a pitch black night, light it and look at the flame. Eine andere Sache, die du machen könntest, du könntest auch hier die Kerze anzünden, aber diesmal um Mitternacht, wenn es draußen stockdunkel ist, nach draußen gehen und dann das Kerzenlicht beobachten. Which of those two experiences will give you a better idea of how bright candlelight can be? Und jetzt ist die Frage an dich oder an euch, welche dieser beiden Möglichkeiten gibt dir ein besseres Verständnis davon, wie hell so eine Flamme in einer Kerze scheinen kann? Ja, ich nehme die nächste Frage. Warum entscheidet sich jemand, ein KZ-Opfer zu sein? The next question is, why would you choose to be an inhabitant of a concentration camp? Why would you choose a life like that? Again, there could be many reasons. Auch hier kann es wieder ganz viele unterschiedliche Gründe geben. Let's say, for example, that your pre-birth intention was to deepen in compassion. Sagen wir mal, dein vorgeburtlicher Plan war, dass du ein tieferes Verständnis oder in der Lage bist, Mitgefühl auf einer tieferen Ebene zu lernen. So if you really want to cultivate compassion, if you really want to know it from the inside out, you can't get that kind of understanding by reading about it. You have to actually live it. Wenn du also diese Erfahrung des Mitgefühls von innen nach außen tragen willst, dann ist es nicht ausreichend, wenn du darüber liest, dann ist es eine Erfahrung, die du selbst machen musst. So let's say that you are in a concentration camp and you're starving, everybody else is starving. And one day you're outside, you're in a chain gang, all the people are chained at the ankle to one another, and you're in a work line, you're digging a ditch. Also stell dir mal vor, du bist in so einem Konzentrationslager, du bist am Verhungern, alle anderen um dich herum auch. Und eines Tages bist du draußen im Freien, du bist mit den anderen am Fußgelenk zusammengekehrt und du musst arbeiten, du musst einen Graben ausheben. And somebody comes by and hands each one of you a piece of bread. That's your lunch for the whole day. Und dann kommt jemand vorbei und gibt jedem von euch ein Stück Brot und das ist euer Mittagessen für den ganzen Tag. And you're just about to eat your little piece of bread when you turn around and the person on the chain gang behind you has collapsed to the ground from fatigue and hunger.
Und dann bist du gerade dabei, dein Stück Brot zu essen, und dann drehst du dich um und dann siehst du, dass hinter dir eine Person, die auch mit dir zusammen am Fußgelenk angekettet ist, gerade kollabiert ist, einfach vor Hunger und vor Schwäche. And in that moment, you feel so much compassion, not pity, but so much compassion for the person behind you, you give them your piece of bread. Und wenn du in diesem Moment mit dieser Person, die da kollabiert ist, so viel Mitgefühl hast, und ich meine Mitgefühl und nicht Mitleid, so viel Mitgefühl hast, dass du ihr dein Stück Brot gibst, you now know yourself as compassion. Dann hast du dich selbst im Mitgefühl erlebt oder hast dich selbst als mitfühlende Person erlebt. And long after that experience is over, when you're back on the other side, all the pain from that experience is gone, but the knowing of compassion from the inside out, that is now with you for all eternity. Und wenn du dann irgendwann wieder auf der anderen Seite bist, dann ist der Schmerz, der dieser Erfahrung auch innewohnte, längst vergessen. Aber dieses Mitgefühl, das du in diesem Moment zeigen konntest, das wird für immer und für alle Ewigkeiten bei dir bleiben. Ja, das sind tiefe Themen. Ich gehe mal noch ein bisschen tiefer rein. Die Gabriele hat eine sehr bedeutsame Frage gestellt. Wie ist das mit Mördern? Ist es so, dass Mörder in der Regel dann kein neues Karma anhäufen, wenn dies eine Seelenabsprache war? So, now we're going into the nitty-gritty. What about murderers? So, if you agreed on the other side to murder a person, is it true that you then do not create new karma since you agreed two agreed on one being the victim and the other one murdering them? My understanding is that it actually is not true. There is still karma. Mein Verständnis ist so, dass da doch Karma kreiert wird, wenn ein Mord begangen wird. I don't yet have an understanding of why that's the case. And that's something I need to look at in a future book. But it's my understanding there is still karma. Ich habe tatsächlich noch nicht verstanden, warum da ein neues Karma kreiert wird. Das ist aber gerade etwas, mit was ich mich beschäftige, und das werde ich in einem zukünftigen Buch auch tatsächlich bearbeiten. Aber so wie ich es jetzt in Erfahrung gebracht habe und verstehe, wird Karma kreiert. It's important to remember that karma is not something punitive. It's not something that is ever a punishment. It's always something that is seeking balance. It's seeking to make a soul aware of both halves of a duality type situation. Man muss dazu vielleicht auch nochmal verstehen, dass Karma per se nichts Strafendes ist und niemals eine Strafe darstellen soll, dass es mehr beim Karma immer darum geht, dass es sich danach strebt, balanciert zu werden, dass es sich bewusst wird, dass es zwei Hälften gibt, also zwei Enden einer Fahnenstange. And correct me if I'm wrong, Rob, but I believe I've heard you say before that murder is only very rarely planned. Go ahead, Silke. Rob, verbessere mich, wenn ich hier falsch liege, aber ich meine, dass du schon mal gesagt hast, dass Mord tatsächlich sehr, sehr selten vorgeburtlich geplant wird. That's what my intuition tells me based on all the research I've done for the other books. You know, if we as souls are made from love, unconditional love, which we are, then it's not going to be very often that an unconditionally loving being is going to plan to commit a murder. I think the vast majority of murders are free will decisions on the part of the incarnate personality. I think occasionally, rarely, there's a murder that's planned because it somehow serves the highest good, but I think that's quite unusual. Also tatsächlich ist es so, das sagt mir meine Intuition und das sagen mir auch alle Forschungen, die ich zu dem Thema vorgeburtliche Planungen
betrieben habe, dass es ganz, ganz selten vorkommt, dass wir Mord planen. Denn wir sind aus Liebe, aus bedingungsloser Liebe gemacht. Und deshalb ist es ganz ungewöhnlich, vorgeburtlich einen Mord zu planen. Wenn Morde auf der Erde geschehen, dann sind sie tatsächlich entsprungen aus dem freien Willen der Persönlichkeit. Ganz selten kann es einmal vorkommen, dass ein Mord vorgeburtlich geplant ist. Dann aber dient er dem höchsten Wohle aller. Ja, dann lass uns doch mal in das Thema Forschung tiefer einsteigen, weil hier sind auch Fragen dazu. Rob hat ja eine Menge dazu geforscht. Ich würde ihn gerne bitten, dass er von seinen eigenen Forschungen mal was erzählt. Und Heike stellt die Frage, soll ich sie noch stellen, Silke? Ja, gerne. Welche wissenschaftlichen Beweise gibt es für die Theorie der Inkarnation und des Seelenplans? So, there are two questions combined in one. One of them is, can you tell us about your research, what you have done to get to know about pre-birth planning? And also, is there any proof, scientific proof of a soul plan, scientific proof of a life, afterlife, or other of different incarnations? I've researched people's pre-birth plans in two ways. Die Forschung, die ich betreibe, also die vorgeburtlichen Pläne anderer Menschen, erforsche ich auf zwei unterschiedliche Arten. The first is by working with mediums and channels who in one way or another could access that kind of information. Eine Möglichkeit ist, mit unterschiedlichen Medien oder Channel-Medien zu arbeiten, die auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit haben, auf den vorgeburtlichen Plan der jeweiligen Seele zuzugreifen. So for example, I often spoke with somebody's spirit guides, their higher self, their guardian angels, various ascended masters like Jesus. And I asked these beings, did this person plan this particular experience before birth? And if so, why? Also ganz oft ist es so, dass ich mit dem Geistführer der entsprechenden Person gesprochen habe oder dem höheren Selbst oder einem aufgestiegenen Meister, wie zum Beispiel Jesus Christus. Und meine Frage war dann immer, hat diese Person dieses Ereignis vorgeburtlich geplant und warum? Und wenn ja, warum? The second way I research people's pre-birth plans is through the form of hypnosis I practice, the Between Lives Soul Regression, which is the workshop we're offering through Frankfurter Ring on April 7th. Und die zweite Art, wie ich den vorgeburtlichen Plan einer Person erforsche, ist durch meine Hypnose, eine zwischen den Leben-Seelen-Regression oder Rückführung, wenn ihr so möchtet. Und das ist genau der Workshop, den wir ja auch am 7. April beim Frankfurter Ring anbieten. So in a Between Lives Soul Regression, the person speaks directly while in hypnotic trance with a group of very highly evolved and loving beings called their Council of Elders. You all have your own council. And in this kind of hypnosis, you can talk directly to your council and ask, what did you plan and why? Bei diesen Rückführungen geht es darum, dass jeder von uns in der Lage ist, mit einer Gruppe von sehr weit entwickelten Wesen zu sprechen. Das ist der Rat der Ältesten. Jeder von uns hat seinen eigenen Rat der Ältesten und in diesem hypnotischen Trancezustand ist man eben in der Lage, mit diesem Rat zu sprechen und dem die entsprechenden Fragen zu stellen. In terms of scientific proof, it depends on your definition of what constitutes scientific proof. Um die Frage zu beantworten mit den wissenschaftlichen Beweisen, das kommt so ein bisschen darauf an, was du selbst als wissenschaftlich definierst. Your definition of scientific proof is asking, did I do double-blind, randomized, null hypothesis experiments to prove pre-birth planning? No, there's no way for me to do that. Also wenn deine Frage darauf abzielt, ob es eine doppelblind randomisierte Studie gab, ohne dass da eine These zugrunde, also eine Hypothese zugrunde gelegt wurde, dann ist meine Antwort ganz klar nein. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, so etwas durchzuführen. Now, if you trust in mediumship and channeling, or at least some mediumship and channeling, then there's a lot of proof. If you trust in accounts from people who've had NDEs, near-death experiences, then there's a lot more proof there too.
Wenn du natürlich an Medialität glaubst, an Channel-Medialität oder wenn du daran glaubst oder schon mal gehört hast von Nahtoderfahrungen, wenn du an so etwas glaubst und dich damit beschäftigst, dann gibt es ganz, ganz viele Beweise für mehrere Inkarnationen. And I'd like to add to that, I can't remember the name of the documentary, but I've seen a documentary where it was talking about the different children who remembered their past lives, and they knew details about things that it was would have been impossible for them to know details about. So in a way, that is a type of scientific proof. Also tatsächlich möchte ich da noch etwas hinzufügen. Es gab mal eine Dokumentation, ich kann mich momentan leider gar nicht an den Namen dieser Dokumentation erinnern, aber in dieser Dokumentation ging es eben um Kinder, die sich an Leben vor dem Leben tatsächlich erinnern konnten. Und diese Kinder konnten Dinge sagen, die sie niemals hätten wissen können. Und wenn es dich interessiert, dann kannst du das mal angucken. I happen to have the book and it's from Ian Stevenson. Also es gibt ein Buch von Ian Stevenson. Kinder erinnern sich an ihre vorgeburtlichen Leben. Wen es interessiert, ich kann es sehr empfehlen. Oh, okay, great. Weiter geht's. So, weiter geht's mit spannenden Fragen. Ich habe auch mal kurz in den Facebook-Chat geschaut und da will die Maya was wissen zu der Partnerwahl. Gehen wir doch mal zu diesem spannenden Thema. Und zwar, wie ist das denn? Habe ich den Partner ausgewählt, mit dem ich zum Beispiel Kinder haben möchte? Oder ist das von meinem freien Willen in diesem Leben abhängig? Wie finde ich das raus? Maya wants to know, did I pre-birth plan the partner with whom together I receive children, or is that something that I can choose freely via my personality? Both, actually. Beides ist möglich, Maya. So most likely what happened is you had potential plans with several different partners with whom you could have children. And which one of those plans actualizes depended upon your free will choices after you got here. Was sehr wahrscheinlich passiert ist, dass du vorgeburtlich mehrere Partner ins Auge gefasst hast, mit denen du Kinder hättest bekommen können. Und mit welchem Partner du dann die Kinder oder das Kind bekommen hast, das wurde dann durch deine Persönlichkeit entschieden. And this is true of pre-birth planning in general. Having a pre-birth plan doesn't mean you have only one plan. It means you have many plans, they vary according to probability, and it's up to your free will decisions as to which ones you end up living out. Und tatsächlich möchte ich das auch noch mal sagen. Es ist nicht so, dass man vorgeburtlich den einen Plan hat. Tatsächlich hat man viele unterschiedliche Pläne und welcher dann tatsächlich greift, das hängt ein bisschen mit der Wahrscheinlichkeit ab. Aber welchen von diesen vielen Plänen, die ihr gemacht habt, ihr tatsächlich lebt, das hat mit eurer persönlichen Entscheidung, mit eurem freien Willen zu tun. Okay, wir können also noch Einfluss auf unseren Plan nehmen. Das ist nochmal wichtig festzuhalten, dass es nicht determiniert. Jo, macht eine inkarnierte, das ist Sister Birgit, das war's hier, das war deine Frage. Macht eine inkarnierte Seele immer das, was geplant war, was sie geplant hat oder auch etwas ganz anderes? Das haben wir eben gehört. Vielleicht stellen wir die Frage trotzdem, da kommt noch was ganz Interessantes. Ja. Ja, Britta said, actually, we answered that question already, and I said, maybe there's something else to it. And the question actually is, does every soul actually do what it has planned beforehand, or could it be something completely different? It could be completely different. I mean, you have total free will. I will say, though, there are broad parameters put around the lifetime, and you can't go outside the broad parameters. For example, let's say that you plan to be born with a physical handicap that can't be treated by medical science, which is something you would know ahead of time. Then, short of what we call a miracle, you will be limited by the physical handicap. You can't use your free will to go beyond that.
But there are very few things like that. For the most part, you have free will. Also tatsächlich ist es so, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, ganz was anderes zu machen. Es gibt schon so etwas wie so Parameter, die in den einzelnen Leben vorgesehen ist. Sagen wir beispielsweise, du entschließt dich dazu, dass du mit einer körperlichen Einschränkung zur Welt kommst. Das kannst du, es sei denn durch ein Wunder, nicht verändern. Das sind die Parameter, innerhalb derer du dich bewegst. Und die meisten Leben haben doch so ein paar Parameter, die quasi vorgegeben sind. Und zwischen diesen Parametern kannst du aber ganz, ganz viel selbst entscheiden und selbst Einfluss nehmen. Okay, ganz wichtig. Und woran erkenne ich, dass eine Lehre wirklich gelernt wurde? How do I know that something I chose to learn is really learned? That's a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. I would say, turn to your intuition, to your heart, not to your mind for that answer. Ich würde dir empfehlen, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, dass du dich an dein Herz, an deine Intuition wendest und sie nicht versuchst, mit dem Kopf zu beantworten. And pay close attention to the things in life that draw your interest and that excite you. Und achte mal ganz genau darauf, auf die Dinge in deinem Leben, die dein Interesse entwecken und die dich begeistern. If you haven't completely learned whatever it was you came here to learn, you will be drawn to, through your own interest and through your own excitement, other circumstances, relationships, activities that can continue the learning in that area. Wenn du also zur Erde gekommen bist, um etwas Bestimmtes zu lernen und es ist noch nicht fertig gelernt, dann wird dein Interesse und deine Begeisterung dich immer wieder zu bestimmten Dingen hinziehen, sei es durch Lebensumstände, durch Personen oder irgendwelche Aktivitäten, dass du dich immer wieder damit beschäftigen musst. Your interest and your excitement are your guidance. Und dein Interesse und deine Begeisterung, das sind hier deine Führer. And I would add to that, if certain life situations keep presenting themselves in your life, that may be your soul sort of nudging you that, you know, this, certain lessons aren't being attended to. So it could be the instance that once you are here, you are actually in resistance to learning your lessons. So you're not moving actively toward them, like as Rob described, but actually you're in resistance. And how that will manifest is that life will bring certain challenges to you to help you learn that lesson. Es ist tatsächlich so, dass ein großer Hinweis, dass etwas noch nicht gelernt ist, auch sein kann, dass man sich immer wieder in ähnlichen oder gleichen Lebensumständen befindet. Dass die Seele also hier dich quasi anstupst, schau da nochmal hin. Oft ist es ja auch so, dass wir als Seele inkarnieren und dann, trotzdem wir uns das vorgeburtlich geplant haben, einen Widerstand mitbringen, genau diese Lektion zu lernen. Und wenn das so ist, dann ist es so, dass das Leben uns immer mal wieder mit Situationen versorgt, die uns quasi die Möglichkeit geben, die Lektion zu lernen. And Liesl, do you remember that stack of paper? Oh, yeah, yeah. Maybe that would... Yeah, so Rob, do you want to explain the stack of papers analogy? Well, you channeled now, why don't you? Okay. So the way the beings of light explain life plans is that, you know, it's not just one life plan, it's a multitude of life plans. And they vary according to frequency. So if you think of them like a stack of papers, right? Each paper is, you know, it's very thin. Well, that's like a quantum sliver of vibration. And so as you change in vibration, you access different life plans. So if your vibration is higher, you're going to access a higher level vibrational
life plan. Also die Liesel channelt ja die Wesenheiten des Lichts und die haben diese unterschiedlichen Lebenspläne mal folgendermaßen erklärt. Es ist nicht so, das hatten wir ja schon gesagt, dass man einen Lebensplan hat, sondern man hat eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Lebenspläne. Und die kann man sich vorstellen wie einen Stapel Papier, die aufeinander liegen. Und diese Pläne ändern sich immer damit, je nachdem, wie man schwingt. Und dann ist es so, dass wenn sich die Schwingung verändert, höher oder niedriger wird, dass dann ein anderes Blatt aus dem Stapel diesen Lebensplan eben vorgibt. Und so manifestiert sich dann eben auch die Aufgabe. And so the plans at the bottom of the stack are going to be more learning through pain and suffering. The plans at the higher end of the vibrational spectrum are going to be more learning through love, peace and joy. Und tatsächlich ist es so, dass das unterste Blatt dem Stapel einer niedrigeren Frequenz entspricht und das oberste Blatt einer höheren Frequenz. Und so kann man sagen, dass die Blätter, die sich weiter unten im Stapel befinden, tatsächlich die schwierigere Lehre sind, denn hier wird man durch Leiden lernen. Und je höher der Lebensplan in diesem Stapel gelebt wird, ist man dann ganz oben in der Lage, durch Frieden, Liebe und Freude zu lernen. And the reason why the plans at the bottom of the stack are learning through pain and suffering is not some sort of not to be cruel or punishing, but because those difficult, challenging experiences are meant to break you open and help you raise your vibration. But if you raise your vibration on your own, then the need for those experiences goes away and you start accessing new life plans with different experiences. Und wenn wir davon sprechen, dass die Blätter, die weiter unten im Stapel sind, dann in Verbindung stehen, durch Leiden und durch Schmerz zu lernen, dann ist dieses Leiden und dieser Schmerz in gar keinem Fall als Strafe geplant, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Ereignisse dich, dass die euch aufbrechen sollen, um dadurch die Möglichkeit zu haben, die Schwingung zu erhöhen. Wenn ihr aber jetzt von selbst eure Schwingung erhöht, dann besteht ja gar keine Notwendigkeit mehr, durch Leiden und durch Schmerz Dinge zu lernen. Ja, das ist doch sehr tröstlich für uns alle. Und ich würde gerne noch ein bisschen mehr vom Workshop hören. Ich weiß, einige haben schon Interesse, dahin zu kommen und wollen noch etwas über den Ablauf wissen. Rob, would you like to say a few words about the workshop and how we are going on in this workshop, how it is done, and giving people some background information? Sure. So in the April 7th workshop, we will do a group between lives soul regression. Natürlich, das mache ich sehr gerne. In diesem Workshop machen wir eine Gruppenrückführung in ein Leben zwischen den Leben. The process will take about 3 hours. Das Prozedere wird circa 3 Stunden dauern. We start with some preliminary steps to help you relax physically and mentally. Und wir fangen mit ein paar Vorstufen an, die euch dann helfen, sowohl physisch als auch mental in die Entspannung zu kommen. And that'll guide you into a past life. It's almost always a past life that had a big impact on the plans for your current lifetime. Und ich führe euch dann zurück in ein vergangenes Leben. Das ist fast immer ein Leben, das ausschlaggebend war für die Pläne, die ihr für diese Inkarnation gemacht habt. You'll experience 4 different scenes in the past life, the last of which will be the death scene. Ihr erlebt dann 4 wichtige Szenen aus diesem vergangenen Leben und die letzte Szene wird dann die Szene sein, wie ihr in diesem Leben gestorben seid. You'll leave the body in the death scene in the past life and cross back over to the other side, which I know might sound a little bit ominous, but there's actually nothing to it. It's very easy and gentle. Und ihr werdet euch dann selbst beobachten, wie ihr aus diesem Leben scheidet und wieder zurückgeht auf die andere Seite. Das hört sich jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen ominös an, ist es aber gar nicht. Es ist etwas ganz Natürliches. When you get back to the other side, you'll probably be greeted by one of your spirit guides.
You'll talk briefly with whoever greets you about why you were shown that past life, what's important to know about it, how it affected the plans for the current lifetime, and then your guide will take you to your council of elders. Was ich vergessen habe zu sagen, es ist ein ganz sanfter Übergang auf die andere Seite. Auf der anderen Seite trefft ihr dann einen eurer Geistführer, der wird euch erklären, warum sind dir genau diese Szenen gezeigt worden, was musst du darüber wissen, was hat das mit deinem jetzigen Lebensplan zu tun, und dieser Geistführer wird dich dann vor diese Gruppe dieser weit entwickelten Wesen bringen, die wir den Rat der Ältesten nennen. The beings who are on your Council of Elders know literally everything about you. They love you unconditionally and they never ever have any judgment of you. Diese Wesenheiten, die dein Rat der Ältesten bilden, das sind Wesenheiten, die wirklich alles über dich wissen. Das sind Wesen, die dich bedingungslos lieben und noch nie ein schlechtes oder wertendes Urteil über dich gefällt haben und das auch nie tun würden. So I'll prompt everybody in the group to ask a very long series of questions that will cover all the major areas of your life. Now, even though everybody is asking their council the same questions, you receive individualized explanations, answers. Und tatsächlich fordere ich euch dann in dieser Trance dazu auf, bestimmte Fragen an den Rat der Ältesten zu stellen. Ihr könnt auch eigene Fragen stellen. Und diese Fragen, die decken die wichtigsten Areale des Lebens ab. Und auch wenn diese Fragen in der Gruppe gestellt werden, sind die Antworten, die ihr bekommt, ganz hochgradig individualisiert. So we'll ask about your pre-birth plans with all the significant people in your life, why you planned all the major challenges in your life, what your mission is, what your gifts are, the next step for you on your spiritual path, and pretty much anything else you might want to know. Und tatsächlich erfahren wir dann in dieser, ja, in dieser Befragung des Rats des Ältesten, was sind die wichtigsten Personen in meinem Leben, was war mein vorgeburtlicher Plan, warum habe ich mir diese Herausforderungen geplant, was ist meine Mission, was sind meine Gaben, und was ist der nächste Schritt in meinem Leben? The questions tend to focus on what was planned, why, how are you doing in terms of fulfilling your plan and how can you better fulfill your plans. Und die Fragen zielen auch darauf ab, was wurde geplant, warum wurde es geplant, wie stehe ich denn gerade in meinem Plan und was könnte ich tun, um meinen Plan besser zu erfüllen. If you want to, you can deviate any time from the questions I'm prompting people to ask and go off and ask your own questions. You can also ask your council to bring in any loved ones you would like to talk to, both people and pets. Tatsächlich ist es so, dass ihr jederzeit in dieser Trance auch von den Fragen abweichen könnt, die ich euch auffordere zu stellen. Ihr könnt auch tatsächlich den Rat der Ältesten bitten, geliebte Menschen auf der anderen Seite, dazu gehören auch Haustiere, zu euch zu bringen, um mit denen in Kontakt zu treten. Liesl, do you want to tell people what your role and the role of the beings of light is? But first I want to say that one of the things that I think is most powerful about the between lives regression is a lot of times the experience that people have of their true nature as love and light, not just what the questions they get answered, but the experience of knowing yourself as love and light. Bevor ich zu meiner eigenen Rolle in diesem ganzen Workshop etwas sage, möchte ich nochmal betonen, dass es ganz vielen Menschen nach diesem Workshop auch um die Erfahrung geht, die sie gemacht haben, dass sie ihre wahre Natur, wer sie wirklich sind, dass sie Liebe und Licht sind, dass sie diese Erfahrung gemacht haben, dass das für sie auch sehr prägend ist. And another thing I want to make sure is really clear, especially since we're dealing with a language translation thing, is that when Rob says that you'll leave the body, he's talking about that in the past life, you'll leave that past life body and go to the other side. We're not talking about astral traveling
in this lifetime, so you won't be leaving your actual body. Und was mir auch noch mal ganz wichtig ist, insbesondere weil wir vor der Herausforderung stehen, dass das Ganze ja auch noch mal übersetzt wird, wenn der Rob gerade davon gesprochen hat, dass wir unseren Körper verlassen, dann ist nicht damit gemeint, dass wir sowas wie eine Astralreise machen, sondern da ist gemeint, dass wir in einem vergangenen Leben beobachten, wie wir in diesem vergangenen Leben unseren Körper verlassen haben und auf die andere Seite gegangen ist. Also ich möchte sehr klar sagen, wir werden in diesem Workshop nicht unseren Körper verlassen. And so what I will be doing in the workshop is when you're doing the regression, being led through the regression by Rob, I will actually be doing the regression as well, and will be bringing in the beings of light and, you know, helping anchor all this really expansive container of energy with the help of the beings of light and all your spirit guides and angels. And so it just is this wonderful environment where really all you have to do is let go and receive, because coming from the non-physical other side, you know, they've got you. Tatsächlich ist meine Rolle in diesem Workshop, dass ich einerseits die Wesenheiten des Lichts bitte und die auch zu uns bringe, und dass ich dann diese Liebe und diese Energie, dass alle Spirit Guides, also alle Geistführer, die uns helfen, da sind, dass ich die verankere. Anmerkung der Übersetzung, ich würde sagen, sie hält die Energie, dass es uns allen eben leichter fällt, uns genau mit dieser Energie zu verbinden. Denn dass wir in der Lage sind, einfach loszulassen und all die Informationen zu bekommen, die wir uns so wünschen. And then I'll also be participating in the Q&A after the regression. And when, you know, something comes through from the beings of light, as people are sharing, then I will share that. Und tatsächlich bin ich danach auch beteiligt. Wir haben ja dann am Ende auch eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann auch beantwortet werden. Und oft gibt es dann auch Durchgaben von den Wesenheiten des Lichts auf bestimmte Fragen. Und das ist auch wieder meine persönliche Anmerkung. Das ist immer sehr bereichernd. I said, my personal experience, that's very enriching. It's always very beautiful. And Silke will be the translator, so you'll get her excellent translation again. Und ich werde tatsächlich da wieder dabei sein, werde das übersetzen. Das heißt, ihr werdet meine Stimme in dieser Trance auch hören, und ich freue mich schon darauf. Ja, das ist wirklich ein Highlight. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde noch gerne Fragen stellen in der Richtung. Wir stellen also innerlich diese Fragen in der Rückführung. Jetzt gibt es Menschen, die da gewisse Probleme haben oder vielleicht keine Antworten direkt bekommen. Was ist dein Rat, Rob? Was ist dein Rat, Liesel, wenn es schwerfällt, Antworten zu bekommen in diesem halbhypnotischen Zustand? So what would your advice be when somebody has difficulties putting the question forward and does not know how to receive the answers? So there's a question, do I ask it or does it come automatically? What do I do? What is your advice to best receive answers? And does it always have to be a hearing, or how can answers come? It's not always hearing. Sometimes it's visual. It's a feeling or an emotion. It could be a download, an instantaneous download of information. Sometimes people get information in colors, bodily sensations, geometric images. Also Antworten können auf so viele unterschiedliche Arten kommen. Es ist manchmal ein Hören, das muss es aber nicht sein. Das können visuelle Eindrücke sein, das kann ein Gefühl sein, das kann eine Emotion sein, das kann ein Download sein, dass man plötzlich Dinge weiß und weiß gar nicht woher. Das kann eine Farbe sein, das können geometrische Figuren sein. Antworten können auf so viele Arten kommen. And one part of the question was, does it come automatically or do I have to actually ask the question? Well, you have to at least have the intention to ask,
But simply by doing the regression, you're indicating the council that you have that intention. Also die Frage war ja hier auch tatsächlich nochmal im Chat, muss ich das ganz aktiv fragen oder kommt es automatisch? Also mindestens mal muss man die Absicht haben, die Frage zu stellen, sagt Rob. Und in dem Moment, wo du an dem Workshop teilnimmst und vor den Rat der Ältesten tritt, hast du deine Absicht auch schon bekundet. The best thing you can do, your model for this experience should be trust, surrender and receive. Und es gibt so drei Maßstäbe, an die ihr euch bei dem Workshop halten solltet. Vertrau, lass los im Sinne von gib dich hin, trust, surrender und lass los. Und wenn man einschläft, ist die Frage, was macht man dann und hat gar keine Erinnerung? Anita wants to know, what if I fall asleep and cannot remember a thing? That does occasionally happen. I would say to that person, do it sitting up, not lying down, and maybe have just a very small amount of caffeine beforehand. Also Anita, das gibt's gelegentlich mal, dass jemand einschläft, das können wir gar nicht so richtig verhindern. Wenn du dich selber aber in der Gefahr siehst, dann gibt es zwei Tricks. Mach diese Regression einerseits im Sitzen oder nimm ein ganz, ganz klein bisschen, ein Schlückchen Kaffee, wo Koffein drin ist, aber nur ein bisschen. Gibt auch Koffeinpillen, man muss keinen Kaffee machen. Genau. You could also go for a caffeine pill. You don't need to make yourself a coffee. Nur die Essenz ist da drin. Nur ein kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen. Your German is getting better every time. Yeah. Next time you do your meditation in English. German, not English. Okay, so, liebe Freunde, das ist ein unfassbar bereichernder Abend gewesen. Ja, Tanja, dieser Meinung bin ich auch, jedes Mal übrigens. Ja, wir haben das so oft durchgeführt, diesen Abend, und es hat uns jedes Mal immer wieder geflasht und natürlich auch diese Workshops. Und ihr habt so wundervolle Fragen auch gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle hier noch durch übersetzen lassen, aber es kommt jetzt doch zum Ende. Ich möchte euch aber auch, ich werde mich mal hier ein bisschen mehr ins Bild noch holen. Moment, so, ja, da seht ihr mich vielleicht besser. Was passiert denn in den nächsten Tagen? Ihr bekommt ja auch noch weitere Informationen, wie gesagt, was vielleicht für den Workshop vorbereitet wichtig ist. Und ihr bekommt auch eine wundervolle Meditation. Die bekommt ihr auf jeden Fall, mit der könnt ihr schon mal auch die Stimme von Rob hören, ob ihr gut mit ihr euch tragen lassen könnt. Und ihr wisst ja, Silke macht das so wundervoll mit ihrer Stimme noch dazu. Also das ist eine doppelte Trance-Induktion dann sozusagen. Und schön ist, wenn ihr Kopfhörer habt. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen, dabei zu haben. Ne? Also man macht es sich gemütlich, man macht es sich warm, man schaut, dass es nicht in der Umgebung gerade laut ist. All diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Und vor allem Kopf mal ein bisschen abschalten, ein bisschen mehr ins Herz gehen und sich überraschen lassen, was kommt. Und wir haben auch immer Wiederholer dabei, die beim ersten Mal nur bis zu einem gewissen Punkt gegangen sind. Die wollen tiefer gehen. Das ist auch für die Gruppe immer schön, die Wiederholer zu erleben, wie das dann nochmal neue Aspekte reinbringt. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu unterhalten, Fragen zu stellen an die beiden. Also das ist wirklich ein Care-Paket, was die liefern und auch online. Also ein echter Genuss, ganz wunderbar. Unterlagen gibt es ja auch. So, dann sind wir auch schon am Ende für heute Abend. Danke für eure Danksagungen an unsere wunderbare Übersetzerin, die Silke. Jawohl, das freut uns, was ihr schreibt, und die Silke auch. Ganz toll. Und ich würde gerne noch ein tolles Zitat habe ich noch hier von einer Dame gefunden. Das würde ich gerne mal von der Gesa. Die Gesa hatte so schön geschrieben, sie hat keine Fragen, sondern möchte mich für diese Art der Betrachtung bedanken, die, so seltsam es klingen mag, einen wundervollen Aspekt reinbringt. Es tröstet und stärkt auf eine zauberhafte Weise. Das
ist auch unsere Meinung. Deswegen geben wir die Botschaft weiter. Es wird vieles verständlich, was erstmal nur Leid ist und wo man nur aussteigen möchte. Und wenn man diesen Herzensöffnung erlebt, ja, dann wird vieles erträglicher, auch wenn es nicht schön ist, auch wenn es auch nicht gelöst werden kann vielleicht, aber auf einer höheren Ebene wird es gelöst und ihr seid auf einem guten Weg und das gibt euch die Kraft, den Weg zu gehen. Das ist so vielleicht noch meine Anregung dazu. Rob and Liesl, the last words are now with you. The message I would like to leave people with is just how courageous you are for being here on Earth in a physical body. My understanding is that the fact that you're here places you among the most courageous beings in the entire universe. This is the most difficult school in our universe. And so honor yourselves and each other for having the great courage it takes to come here. Was ich gerne möchte, was ihr heute aus dem Abend mitnimmt, ist, dass ihr versteht, wie mutig ihr tatsächlich seid. Was ich so gelernt habe, ist, dass hier die Erdenschule, diese physische Schule, eine der schwierigsten Schulen auf der ganzen, also im ganzen Universum ist. Und deswegen solltet ihr euch selbst ehren für den Mut, den ihr mitgebracht habt, dass ihr hier auf der Erde inkarniert seid. And didn't you say that if you meet someone in the universe and you tell them you've been on Earth, that they can see it in your aura and that they say, oh, you've been on Earth? That's true. It becomes part of your energy signature, which is a combination of your unique color and your unique sound. It's like a badge of honor that you will carry forever. Es ist tatsächlich so, wenn ihr im Universum jemanden trefft und auf der Erde inkarniert gewesen wart, dann wird das Teil eurer Signatur, eurer Energiesignatur. Das ist so wie ein Abzeichen, dass man eine Ehrenmedaille, die man bekommt, weil man so mutig war. Ja, so eine Badge of Honor, das ist eine Kriegsauszeichnung, wenn man sich da als Kriegsheld tatsächlich bewiesen hat in Amerika. Und das habt ihr dann eben auch in eurer Energiesignatur. Und wenn ihr dann im Universum jemanden trefft, sagen die, oh, also du warst so mutig, das ist tatsächlich eine Ehre. So wird das im Workshop auch bestimmt nochmal besprochen. Wundervoll. Yeah, Liesl? And I want to thank each and every one of you for being a part of this today, as well as those who are going to watch on the recording. And just in being a part of this today, whether or not you take our workshop, you have been of service to humanity and to Mother Earth. This is a collective field that we have created today and brought in higher consciousness, brought in higher vibration. And that will ripple out in ways in which, you know, our minds will never understand. But believe me, it is powerful and impactful. So thank you from the bottom of my heart for being a part of this. Ich möchte mich zum Abschluss noch bei jedem Einzelnen von euch bedanken, dass ihr heute Abend da wart und auch bei denen, die sich nachher die Aufzeichnung anschauen. Es ist tatsächlich so, unabhängig davon, ob ihr nachher euch entscheidet, unseren Workshop zu belegen oder nicht, dass ihr tatsächlich durch euer Dasein, durch eure Aufmerksamkeit auf diesen Abend der Menschheit und der Mutter Erde gedient habt. Ihr habt ein kollektives Bewusstsein und eine kollektive Schwingung auf den Weg gebracht und die Effekte dieses Abends, die werden noch Auswirkungen haben, die jenseits unserer Vorstellung sind. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Dem schließen wir uns voll und ganz an. Welcome back in April. Wir hoffen, euch alle zu sehen. Ganz lieben Dank fürs hier sein und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Yes. Bye bye. Tschüss. Genau. Da kommen die Herzchen zu euch. Shout out. Sweet. Thank you. Oh.